Susanne hat den Fährenkoller. Sie ist am Durchdrehen. Moin am 2.1. Es ist 12 Grad und gerade trocken. Es hatte die Zeit jetzt wieder geregnet. Ich hatte ein Gespräch mit einer Sanitärfirma. Und zwar von der Pflege, dass unser Bad gemacht werden soll. Von der Wanne zur Dusche. Und ja, am 12. kommt eine Frau zur Besichtigung um 9:30 Uhr und guckt sich das Bad an. So soll es sein. Und jetzt gehen wir GASSI und dann nehme ich euch mit. Und ich sehe gerade, dass da noch meine Kette hängt, meine Halskette mit Lampion Leuchtdies. Ich muss sowieso noch mal so ein bisschen hier wegräumen. Ist schon wieder alles so, da mal was hin, da mal die Kosmetiktasche. Die Weihnachtskarten können denn mit der Kette in die Weihnachtskiste. Da, das ist von Tina, das sind kleine Häuser aus Ton. Da fehlt eins, das ist mir abgefallen, das muss ich da wieder ranmachen. Die wollte ich eigentlich mit ins Wohnmobil nehmen. So, ich trete mir mal einen Regenmantel an und dann mal gucken, in welches Matschloch wir heute treten, ne? Muffin. Muffin. Wenn der mit den Beinen da rein, dann ist er bis zum Bauch weg. Na Marie. Na. Schluck erstmal runter. Komm, Sissi. Na. Hier, Muffin. Ja, hol. So. Hier. Nimm mit deine Frisbee. Wo ist die Frisbee? Aber so läuft das so schön, ne? Ja. Nimm mit. Nimm mit, Adi.
Uli! Dann fliegen ja Robert-Wetter, ne? Ja. Wenn jetzt ein dicker Junge mit Regenschirm hier vorbeifliegt, dann war es der Robert. Der Toni oben, der Robert. Der ist jetzt so groß. Nee. Mann. Schling, schlang, schlung. Die Allergiepimmelchen sind auch schon wieder am Start hier. Ach so. In den Garten, ne? Ja. Alles Plastikvögel? Ja. Niedlich. Ist das eine alleine? Ja, sehr viel gedönt, ne? Zwerge, Schwelle, Hase, Hase, der Lieb. Oder ist da noch ein Leben dazwischen? Nee. Plastikvögel. Sind mir ein bisschen zu wuselig. Wenn die auch findet ist, das aber. Bananenpflanzen da. Und der hat ein Boot? Nee, hier. Würde ich nur die Kabelpflanzen nur mal wegnehmen. Ja, toll. Das ist bestimmt so von, weiß ich nicht, Polen oder Russen oder so, so eine Bauweise, weißt du? Die verschnörkeln auch immer so ihre Datschas. Toll aus. Aber ich hasse diesen Kleingartenverein hier. Das spielt Göran. Ja, komm her. Wie gesagt, ich mag diesen gesamten Kleingartenverein nicht so. Ja, das wurde erst auch nachgelegt. Ja. Du kennst ja noch die ganzen Felder. Da sind wir mit den Hunden immer noch gelaufen. Einmal so quer durch. Nachher war das so ein Baustellenweg bis nach oben hin. Links und rechts so Sandhügel. Auch so ein Insektenhotel hier. So einige Häuser sind ganz drollig, so finde ich, ja, aber. Die ja. Aber nicht hier. Sind auch viel zu eng. So. Ja, sein Fahrrad ist hier. Komm mal hin. Ja. Nimm mit deine Fischen, Leute, komm. Und da sind die Griechen, Hellas. Ja. Wir haben ja nicht mal ein richtiges Vereinshaus.
jeder Kleingartenverein hat einen Vereinshaus. Das ist das erste, das gebaut wird. Ja. Und auch nicht so zwei Ascheimer. Nee, für die gesamte Siedlung. Herbstzeit ist Heckenzeit. Keine Abfälle daneben stellen. Da fehlen denn mal locker noch 4 so eine Container. Die schmeißen ihre Thunfischdosen ja mit dem Taschenmesser aufgeschnitten in die Gebüsche. Dreckschweine. So, dieses hier sind die zwei. Praktisch ist das, glaube ich, nur einer da drin, ne? Ein Ascheimer für die gesamte Anlage. Und ihr könnt euch ja vorstellen, da liegt eine Tomate. Wie gesagt, liebend gern essen die ölige Thunfischdosen. Da hat sich Muffin mal die ganze Zunge aufgeschnitten, weil die so aufgemacht haben mit dem Messer. Und Muffin hat da drin rumgeleckt. Könnt ihr euch ihre Zunge ja vorstellen, ne? Würde ich einer mal sehen, würde ich dieses Ding auf die Nase schrauben. Das ist wie bei Alfred Hitchcock, die Vögel, guck mal. In den Bäumen und da. Ich komme morgen wieder. Morgen bringe ich wieder was. Morgen gibt's Nassfutter. Ja, morgen gibt's Katzenfutter nass. A sea monster. A sea monster. Monsi. Schirmfuhl hat sie ins Gesicht getroffen. Denk an den Wind. Denk an den Wind. Komm, Muffin. Nuku, komm. Schau, der Schwanz schwebt auf dem Wasser. Komm, du Plattkuh. Komm, du alte Plattkuh. Komm mit, Odin. Genug gespielt. Wir sind alt. Ach, das muss man dir nicht immer sagen. Morgen wieder Kra-Kra. Tja. Noch findet ihr was, das sind 12 Grad. Die Regen. Das ist halt einfach, uns in der Herzen. Hörst du sie husten? Die Regen. Ja? Ja. Kennst du das Lied noch? Hörst du die Regenwürmer husten? Ja. Wie sie durchs dunkle Erdreich ziehen. Wie sie sich winden und dann verschwinden. Auf nimmer, nimmer Wiedersehen. Oh Gott, ich dachte, der wollte in meine Tasche. Du kleiner, frecher Mops. Na komm her. Hier. Hick. Nimm mit. Ja, fein. Hier, Muffin. Jetzt gucken sie sich alle noch mal den Groschenpapst an, ne? Ja, und viele ist auch aufgebaut. Ja. Ihr kommt zu spät. Ihr kommt zu spät. Du bist ja richtig aufgepuffelt. Alle. Echt nicht kalt. Guck mal, ich habe nur ein T-Shirt unter meiner Regenjacke. Ja, nur ein Unterhemd. Formfit, ne? Was ist das, ein Formfit? Hier, guck wieder die Kätzchen. Ja. Die blühen das ganze Jahr.
Er gibt sich besonders Mühe, weil er umgefallen ist. Ja. Ich will nicht weg, ich bin nicht tot. Ich habe irgendwas am Bein hängen. Irgendwas verzeugt mich. Oh. Ha? Ich habe immer irgendwas an mir. Meine Hände sind so eklig fertig von diesem Trockenfutter. Wer will denn da nach Hause? Marfi. Ja, moin. Am Dienstag. Ist heute Dienstag? Ja. Mittwoch. Ich wollte euch nur testen. Ja, draußen regnet es Kuhscheiße seit heute Nacht. Aquaplaning in Niedersachsen war im Radio. Ich hefte hier gerade falsch rum, sehe ich gerade. Meine Grannyjacke zusammen. Das ist ein Teil von der Grannyjacke. Den anderen habe ich natürlich auch zeitgleich gemacht. Ich könnte euch ja auf meinem Stricknadelwald-Kanal mal ein paar Tipps geben, die ich bei anderen Grannyjacken, jedenfalls auf Deutsch, nicht gesehen habe. Da gibt es nämlich so Tipps und Tricks. Ich hatte hier Worst Case. Das erste Sechseck von meinem Granny war aufgegangen. Das musste ich ihm flicken. Auch so etwas passiert einem passionierten Stricker dann mal. Ich nehme jetzt hier mal meinen Ärmel auf links und hefte es mit Superkleber Haftefroh-Klemmen zusammen. Dann hatte ich auf Instagram Brigitte, also Gittes, meine Zwillingsschwester, ihren, wie sagt man, Sophies Shawl, eher eine Schalette oder ein Schnupftuch. So eine Größe. Aber sehr flexibel für Hals, Haar und sämtlich, was weiß ich, Knebeln. Kann man das Ding verwenden? Ich habe gedacht, ich brech ab. Die Anleitung gibt es auf Dänisch oder ich glaube Dänisch war das oder Schwedisch. Auch gut erklärt, also ne, so. Aber wahrscheinlich nicht so gut, dass ich das verstanden habe. 2 Stunden hing ich gestern Morgen von 5 bis 7, um das zu verstehen, was die mir da erzählen will. Und das funzte nicht. Dann hat mir Gitte das gezeigt. Und da habe ich dann so angefangen, es ging mir jetzt nicht um diesen Schallette so, ne, sondern um mit dem I-Cord und, ne, und da I-Cord und jetzt sieht's halt aus wie eine Tulpe. Und da schrieb Tina, dass sie kein passendes Tutorial gefunden hat dafür. Ich kann's ja machen. Das Tutorial meine ich. Auf meinem Stricknadelwald-Kanal. Jedenfalls zu den Anfang. Ich bin ja auch nicht, zum Abnehmen bin ich gar nicht gekommen. Ich wollte nur testen, ob ich das kann. Es ging um den I-Cord-Rand. Ich hatte den schon mal damals mal gestrickt und habe das dann wohl vergessen und das war ja jetzt auch, das ging jetzt um diesen, es gibt ein so eine Schalette, ich sag mal, das knotet man sich wie so ein Niki-Tuch um den Hals oder ins Haar. Und ist ratzfatz fertig. Gitte hat gestern den ihren fertig gemacht. Und dann gibt es da noch auch einen Sophie's Scarf, also so einen richtigen Schal. Was heißt richtig? Länger und ein bisschen breiter. Dieser Scarf, was Gitte da gemacht hat, das ist gerade so 20 Maschen plus 3 und 3, also 6 Maschen für den I-Cord. Die Ränder, 3 und 3. Und in der Mitte sind da 20 krause Zunahmen. Das ist so ein Resteprojekt, wirklich Resteprojekt. Obwohl das auch ein Resteprojekt ist. Ja. Und ich bin da jetzt bei. Ich habe einen Fehler gemacht. Natürlich. Aber das mehrt sich aus.
Falls jemand Interesse hat, ich wollte ein Video machen für Bille und Gitte. Der sieht dann irgendwann mal, so der Häkelgott dann will, meine Art von Campfire Cardigan oder Vanlife Jacke. Denn die will ich so, ne, zum Überschmeißen und so. Die Ärmel verlängere ich gerade, weil die Breite, das langt mir, glaube ich. Ich will ja nicht so einen super Schlappen haben, dass ich darüber stolpere. Ich sag mal so po-bedeckt. Deswegen geht das dann da auch noch unten nachher so ein bisschen. Nach dem Sechseck wird das dann modifiziert. Aber ich trecke mich jetzt mal an. Eine Gummijacke. Modderstiefel. Und dann gehen wir mal schön in den Regen. Man muss ja raus, man muss ja mal ausstrecken. Ja, man kann ja nicht nur da stricken und häkeln und alles um einen herum verheersen. Ne? Das geht nicht. Ja. So, das ist bis jetzt mein Campfire-Cardi. Und wie gesagt, unten in der Länge geht er noch und die Ärmel noch ein paar Maschen. Und dann, ja, wird er zusammen gehäkelt. Ich werde nichts nähen. Bei mir werden auch keine Fäden vernäht oder so. Das wird dreifach geknotet und gut ist. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories. Der fällt mir auf den Kopf. Ach so. Ja. Ich bin auf alles vorbereitet. Unser Biotop hat sich zu einem Teich ausgeweitet. See kann man ja nicht sagen. Ein Teich. Da plattert und plattert und plattert. Aber ich habe auch schon zu Sven gesagt. Not oder Elend. Elend oder Sorge. Ne? Entweder jetzt wärmere Temperaturen und Regen oder Matsch, weil Schnee haben wir hier sowieso nicht. Granulat in der Bude, wie blöd, auf dem Laminat. Dann eher so. Knackt da denn? Da knackte was. Was? Ja, sie nicht kriegt das schwarze Streifen. Mutzekiepchen. Oh, Rio Grande wächst auch hier. Sich zum Amazonas aus. Amazonas Seitenarm. Ein Reh oder so. Das war bestimmt das Knacken. Nimm mit. Nee, eine Ente. Nimm mit. Hier, da ist ein Auto. Hier. Odin, warte. Komm her, Mappe. Die halten wohl ihre Moskau-Hütten einmal auf, wa? Ja. Doch, da, über dir. Hier, ich geb dir mal ein Schälchen. Das ist Urinairi.
Onkel Dieters Katze frisst das nicht. Nee, war einfach irgendwas anderes. Das sind wohl die Angstis, ne? Die picken sich was über den großen Ast da. Da hatte ich was hingepackt. Feine Muffin. Komm, wie lang? Gib ab! Bring ihn her! Hierher. Nee, ich kann da noch nicht hin. Das steht da alles unter Wasser. Ich habe keine adäquaten Schuhe. So wie Haushalte. Allein mal immer diese Drehung, ne? Eine Pirouette. Hier fängt das wohl nächste Woche an zu blühen. Sven, das hast du verwechselt mit Hortensien. Ja, aber Rhododendron. Hortensien, Knospen haben sie bei deiner Mutter geklaut im Garten. Oh, hier, Puffpuff. Geh weg. Nein. Muffin, hier, Muffin, Muffin, Muffin. Komm mit. Hui. Hui. Hier. Frauchen will auch ein bisschen Spaß haben. Hier wieder die Pimmelchen. Bei uns im Garten bestimmt auch. Ja, nee. Ja. Und dabei ist es auch noch so warm, ne? Oh, warm? Na hier. Da oben, wenn wir da sind, ist es hier nicht warm. Ich weiß, dass diese Schneebälle bitter schmecken. Ich hab die als Kind mit dem Finger zerdrückt und dann mal so abgeleckt. Ja. Als Kind hat man das ja alles so gemacht noch. Guck mal, auch alles neue Triebe. Ja. Stimmt. Ja. Oh, hier. Wir haben keine Bombe. Hä? Wir haben keine Bombe. Oh Gott. Das finde ich kribbelkiefer. Spontanisch. Ja, hat er nicht viele. Einmal die gleiche Rolle. Was hast du da gemacht? Wolltest du denn mal gucken, klar? Bestimmt. Oh, wie komme ich an diese kleinen glitzernden Bälle? Also, wie wichtig, wie ich, selbst wenn meine Wasser abhalten würde, vom Schwitzen bin ich ganz klatschnass am Rücken und so. Ach, noch einen Arm hier noch geschlafen. Hallo? Odin? Wait a minute! Guck mal, alles unter Wasser hier. Die
die Rede. Ja. Herr Odin, was ist der? Ja, die rasen hier. Wir mussten früher mal Raketenstöcke sammeln für den Garten. Für Anzucht. Ja, früher hat man auch mehr gesehen. Heute, dieses Jahr habe ich nur einen gesehen, der gesammelt. Hier, sowas kann ich auch ab auf den Tod nicht. Kann ich die Krise kriegen. Den, der den hier hingestellt hat, geschmissen hat, Kette um den Hals binden und 10 Jahre damit rumschleppen.